Ist frisch. Ja, es ist der Tobi mit dem verspäteten Weihnachtsgeschenk. Ich komme, bis mein Sack leer ist. Ich bin ja quasi der Weihnachtsmann. Ich muss nur noch schnell mal den Twitch TV aufmachen, ne? Dass ich auch gucke, ob der Stream vernünftig läuft. Ich habe da Twitch hier offen. Bin ich eigentlich komplett behämmert? Wölfchen ist es nicht, oder? Klassisches Autoplay. Na, wer war das? Welcher berühmte Streamer mit 400 Viewern war das? So, wo habe ich denn hier meinen? Das hätte ich vielleicht mal früher auf, vorher aufmachen sollen, aber ich bin ja super Profi. Was machen wir denn? Genau. So. Sehr schön. Da sind wir. Gut. Dann können wir ja loslegen. Was machen wir heute zum verspäteten Weihnachtsstream? Außer kommen, bis unser Sack leer ist. Genshin Impact. Why not? Das ist das Spiel, was ich in letzter Zeit so gezockt habe. Mal gucken, wie das dann aussieht mit dem komischen. Ich bin ganz ehrlich, mein komisches Banner oben gefällt mir selber nicht. Also, wie das harmoniert, ich sage jetzt schon, dass es nicht besonders gut harmoniert. Ich habe noch einen Clean Feed von dem Spiel, aber wir werden erst mal gucken. Ich weiß auch nicht, ob man das überhaupt braucht, ne? Dieses Banner. Aber ich bin ja voll der seriöse Streamer. Also wie gesagt, wir zocken heute mal Genshin Impact. Eigentlich wäre ja, wenn wir mal zurückgehen, wann ich das letzte Mal gestreamt habe, der Remnant immer noch dran. Ja, schon seit 3 Monaten kein Remnant mehr gezockt, deswegen da gleich weiterzumachen. Ich wollte es eigentlich. Wir hätten auch nicht mehr allzu lange gebraucht, um es abzuschließen. Also wenn wir nicht sterben. Unser Remnant Hardcore Mode, aber ja, wie gesagt, zurzeit zocke ich halt Genshin Impact und da muss man auch immer ein paar Dailies machen und deswegen werde ich die jetzt mal mir gönnen hier. Ihr seht, das Spiel lädt immer erstmal, wenn ich mich einlogge. Das hätte ich vielleicht auch mal vorher machen können. Der Klassiker. Ewiger Ladebalken. Hier mal gucken, wie es mit der Performance aussieht. Ja, kann sein, dass ich da noch mal ein bisschen was machen muss, aber im Moment. Wir werden mal gucken, wie es vom Gameplay her ist. Eigentlich so anspruchsvoll ist das Spiel nicht. Nicht, dass ich voll den Fetten rein. So. Was ist denn das für ein Ping? Ach nee, oh gut, der Ping geht. Ist gleich wieder normal. Ah, das Banner? Okay, es beißt sich ein ganz kleines bisschen mit der Interface-Leiste, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. So, was haben wir denn heute zu tun? Was haben wir denn heute zu tun? Karte, Karte, Karte. Ah, mein Dingenskirchen, mein Harz ist noch gar nicht wieder aufgeladen voll. Naja, das werden wir schon noch im Laufe der Zeit kriegen. Morgen ist ja Reset schon wieder, ne? Deswegen werde ich mal gucken, was ich noch ein bisschen an wöchentlichen Sachen machen kann. Und was noch an Dailies, wo sind meine Dailies? Ich finde meine Dailies, ne? Ach, hier sind sie ja. Würde ich sagen, auf geht's. Einfach mal ein bisschen farmen hier. Ich habe überhaupt keinen Sound an, merke ich gerade. Das liegt auch mitunter daran, dass ich halt eigentlich, wenn ich Genshin zocke, nebenbei irgendwie lustige YouTube-Videos oder was gucke. Vor allem halt beim Farmen. Ich meine, das ist ja nur das ist ja ganz normales Verhalten, ne? Ho, ho, ho. Das Problem ist, dass ich das ja jetzt nicht machen kann, weil ich dann bestimmt Probleme kriegen würde. Ah, Moment, das ganz ohne Audio kann man nicht. Ich stelle mal ein bisschen hoch. Es kann natürlich auch sein, dass ich habe ich das überhaupt das richtige Audiogerät drinne. Das wäre wieder typisch.
Passiert hier sowas? Ich höre immer nur nichts. Es kann natürlich sein, dass. Ach, eigentlich habe ich ja nichts umgestellt. Dass ich nicht das Audio ist. Newton, gucken wir mal. Eigenschaften. Ja, so ist das denn wieder, wenn man 3 Monate nichts macht, ne? Ja, schon Sound. Ich habe auch Spotify. Ich mache mal die gute alte Streambeats-Playlist an, ne? Dass wir nicht gebannt werden. Hauen wir mal rein. Ja, doch, es schlägt eigentlich aus. Also müssen wir einfach den In-Game-Sound noch ein bisschen höher stellen. Gesagt, ich würde jetzt ja eigentlich vielleicht so, wie immer, wie ich es halt immer mache, wenn ich sowas zocke, hier irgendwas anderes nebenbei gucken noch. Weil ich meine, es guckt ja eh niemand den Stream. Wie immer eigentlich. Deswegen brauche ich auch. Ist ja keine Interaktion da, ne? So. Auf die ich jetzt groß aufpassen müsste. Das Problem ist, dann müsste ich halt auch den Stream muten für euch. Ach, ich weiß warum. Ich glaube, ich weiß warum kein Sound ist. Weil ich das Spiel. Weil ich mein Audiogerät gewechselt habe, nur als das Spiel schon offen war. Was wollen wir eigentlich machen? Wir machen die Dailies. Für den Dailies nehme ich aber mal meinen anderen Trupp rein. Den Diluc-Trupp. Ich habe nämlich pünktlich zu Weihnachten habe ich Diluc gezogen. Ja, damit habe ich quasi Genshin durchgezockt, ne? Ich habe ihn aber noch nicht so gut ausgerüstet, wie ich es gern hätte. Ich habe ihn zumindest schon mal auf das Level meiner restlichen Party gebracht, also meine Hauptparty, also 80. Das ist irgendwie ein bisschen weird, ganz ohne Sound. Also, wie gesagt, es liegt daran, dass ich mein Audiogerät gewechselt habe von meinem Lautsprecher auf mein Headset, also nachdem ich das Spiel schon aufgemacht habe. Und das mag das Spiel halt nicht. Das mögen einige Spiele nicht, habe ich schon mitgekriegt, deswegen ist halt überhaupt kein Ingame-Sound da. Und deswegen haben wir die geniale Streambeats-Playlist drüber, die halt so richtig belanglos vor sich hindudelt. Ja, die Luke. Leider ist das Team ist auch noch längst nicht optimal hier. Also ich will halt einfach nur die Luke spielen, weil ich ihn gepullt habe letztens. Mein Bennett ist zum Beispiel auch noch unupgegradet quasi. Der ist auch nur Level 50, können wir mal sehen. Der macht ja gar nichts hier. Zack, weg. Und ich habe gehört, der ist erst so richtig gut, wenn man den einmal doppelt hat. Quasi Konstellation über 9000. Das Spiel ist ein bisschen laggy bei mir. Ich muss wahrscheinlich meinen Browser zumachen. Der zieht. Mein Browser, wenn ich den offen habe, mein Firefox zieht irgendwie 40% meines Arbeitsspeichers und irgendwie 20% meiner CPU. Und es verträgt sich nicht gut mit dem Stream, sage ich mal so. Vor allem, weil ich ja keinen besonders guten Rechner habe. Beziehungsweise mein Rechner halt schon uralt ist. Also uralt, inzwischen wieder 4 Jahre alt schon. Über 4 Jahre. Es ist ein bisschen weird. Wisst ihr was? Ich werde mal das Spiel neu starten. Ich werde mal kurz auf eine andere Szene gehen. Weil man ja dann auch die interessanterweise meine Einlog-E-Mail und so sehen kann. Bei Dingenskirchen. Bei Genshin. Weiß nicht, was sie damit sich ge dabei gedacht haben. Aber die Dingenskirchen-Mucke, die kann ich gerade nicht ab. Also, wer auch immer die ganze Zeit Lo-Fi hört,
Respekt an euch, ich halte das irgendwie nicht durch, ne? Das ist halt die letzte Fahrstuhlmusik ist das. Da höre ich doch lieber mal ein bisschen Genshin Impact In-Game Sound. Ich hoffe, dass der Sound jetzt da ist, nicht, dass ich es irgendwie ganz kaputt gemacht habe. Würde mich aber auch nicht wundern bei Genshin. Es wollte vorgestern hatte ich das Problem, dass es den ganzen Tag mein Gamepad nicht annehmen wollte. Das war auch nicht schön. Ah ja, gemerkt, dass es an meinem Gamepad lag, dass ich irgendwie den Modus umgestellt hatte. Klasse. Klassischer Tobi-Move. Klassischer Tobi-Move. Der Weihnachts. Ich muss mich immer noch über meinen Tweet amüsieren, wenn ihr den nicht gelesen habt. Der Weihnachtstobi kommt, bis sein Sack leer ist. So, wir sind wieder im Ladebildschirm. Kann ich ja wieder zum Spiel wechseln? Weil ich habe gehört, es ist, das mögen die Leute, wenn ich, wenn man die ganze Zeit irgendwelche Ladebalken zugucken muss. Beziehungsweise, findet's das Game denn mal? Hallo?